Freunde, es ist soweit. Kunos hat endlich eine Bombe platzen lassen, womit wir, glaube ich, alle nicht gerechnet haben. Und zwar gibt es Neuigkeiten seit dem 20. November. Ich bin ein bisschen spät dran, aber ich will euch trotzdem kurz zusammenfassen, was genau in diesem Mega-Update, muss man ja schon sagen. Es ist ein sehr großes Update für die letzten Wochen und Monate, was Kunos hier raushaut. Und es kam, wie gesagt, schon sehr überraschend. Da schauen wir mal eben rein und die Hauptattraktion von diesem Update ist natürlich der BMW M4 GT3. Und ja, diese Fratze, an die können wir uns schon mal gewöhnen, denn die werden wir wahrscheinlich häufiger jetzt in den nächsten Tagen im Rückspiegel sehen oder, ja, ich weiß nicht genau, wie er von hinten aussieht, aber das werden wir auch rausfinden. Wir werden uns natürlich alles genauestens im Detail am 24. November anschauen, denn da kommt dieses Update raus. Aber dieses Auto ist nicht das Einzige, was dieses Update zu bieten hat. Das Ganze wird übrigens kostenlos sein, Freunde. Also ein komplettes Gratis-Paket, was Kunos uns hier zur Verfügung stellt. Schon mal sehr, sehr geil. Haben sie aber auch im Vorfeld angekündigt, dass der BMW M4 GT3 kostenlos sein wird. Wie gesagt, es ist für mich vielleicht noch nicht, ist natürlich ein sehr geiler Teil dieses Updates, aber ich finde, dieses Update hat bei weitem mehr zu bieten. Es werden nämlich noch Unreal Engine Updates gemacht, was genau darunter fällt, das weiß ich noch nicht, aber Freunde, Nvidia DLSS Implementation, das ist ja quasi, ich sag's mal ganz grob, es soll die Performance verbessern oder es wird die Performance verbessern durch diese Technologie. Frag mich jetzt nicht, was DLSS im genauen Detail heißt, bevor ich mich hier wieder verplapper und wieder irgendwelche falschen Sachen sage. Freunde, ihr wisst Bescheid, der Technik-Mavix ist da nicht so auf dem Laufenden. DLSS im Groben und Ganzen soll die Performance verbessern. Ich glaube, die meisten von euch wissen, was Nvidia DLSS bedeutet. Im Endeffekt sieht man es auch hier nochmal in diesem Video. Das kann man sich auch gerne auf YouTube anschauen. Hier sehen wir es auch nochmal oder können wir es lesen, dass Nvidia DLSS ja bis zu zweimal schneller unter 4K zum Beispiel ist. Hier sehen wir es auch in einem kleinen Bild. Ohne DLSS 42 FPS mit 86. Ob das Ganze dann wirklich so krass ist, das werden wir herausfinden. Ich habe jetzt keinen 4K-Monitor, aber wir werden es auf meinem Ultra-Wide-Monitor natürlich dann auch ausprobieren und einfach mal testen. Das Ganze wird aber auch für AMD herauskommen. Also DLSS ist ja Nvidia-exclusive, aber AMD hat dann eine eigene Technologie. Wie die genau dann umgesetzt ist, keine Ahnung. Werden wir auch sehen. Aber was mich persönlich am, ja, ich würde nicht sagen, am meisten freut an diesem Update, der BMW ist natürlich schon ein Highlight, aber ja, die Engine, also die Physik-Engine und das Reifenmodell und alles, das wird auch nochmal überarbeitet, da gibt es ein paar Updates. Das bedeutet, wir werden uns vielleicht nochmal hier und da auf neue Sachen einstellen müssen, wie genau die Reifen funktionieren. Vielleicht gibt es da irgendwelche Kleinigkeiten, die jetzt anders sind im Vergleich zu vorher. Temperaturtechnisch, Reifenverschleißtechnisch, also ich bin da sehr, sehr gespannt und das sind, wie gesagt, immer Updates, wo ja sich eingefahrene ACC-Freaks, so wie ich es im Endeffekt bin, da auch nochmal vielleicht hier und da umstellen müssen. Und es ist eine gute Abwechslung, finde ich. Freunde, aber mich würde interessieren, was ist euer Highlight an diesem Update? Natürlich, für die meisten wird es der BMW sein. Aber Freunde, wir werden natürlich das Ganze am 24. ausgiebig testen. Da werden wir natürlich unter anderem dieses wunderschöne Fahrzeug testen, aber auch alles andere, was es da noch zu testen gibt. Wenn ihr mal ein richtig schönes Fahrzeug sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall das letzte Video aus, Freunde. Da bin ich nämlich meine alte, große Liebe gefahren und das war sehr, sehr geil. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Mavix. Haut rein. Ciao, ciao.